In diesem Video zeige ich dir, wie du super einfach deine Einkäufe gestalten kannst mit der Foodpunk App. In anderen Videos habe ich dir schon gezeigt, dass du ganz einfach deinen Wochenplan auf dich anpassen kannst und ganz einfach Zutaten tauschen kannst. Wenn du das alles vorbereitet hast, dann gehst du hier in die Einkaufsliste übers Menü und Einkaufsliste. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel schon eine Liste vorbereitet. Die ist total einfach. Du kannst abhaken. Oder du kannst auch einzelne Zutaten rauslöschen. Und wir fangen aber nochmal an mit einer neuen Einkaufsliste. Und dazu leere ich die einmal komplett. Liste leeren. Okay. Und jetzt ist die komplett leer. Und ich möchte jetzt gerne sagen wir, von Freitag bis Sonntag einkaufen gehen. Also gehe ich hier auf das Datumsfeld und klicke Freitag bis Sonntag. Liste erstellen. Und jetzt zeigt mir die Liste alle Zutaten, die ich genau in diesem Zeitraum brauche. Das kann ich wieder abhaken oder löschen. Je nachdem, ob ich das, also wie das mir gerade passt. Dann kann ich diese Liste natürlich auch drucken oder archivieren. Wenn du häufig dieselben Zutaten brauchst, ist das auch ganz praktisch. Und auf dem Reiter Rezepte siehst du nochmal, welche Rezepte jetzt eigentlich hinter dieser Liste stecken. Wenn du sagst, du möchtest ein ganzes Rezept rauslöschen, zum Beispiel das hier, dieses Skirt Steak, dann musst du nicht die einzelnen Zutaten raussuchen, sondern wenn du das ganze Rezept löschst, wird das komplett wieder von deiner Einkaufsliste entfernt. Du kannst auch sagen, dass du manche Sachen mehrmals kochen möchtest. Zum Beispiel möchtest du die Himbeer-Joghurt-Muffins öfter machen, um sie vorzubereiten oder einzufrieren. Und du kannst dir ganz einfach die Portionen erhöhen und das wird dann auch automatisch mit auf die Einkaufsliste gesetzt. Du hast auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du hier eigene Zutaten hinzufügen. Sagen wir mal, du möchtest auch noch ganz klassisch einfach Kaffee kaufen. Den kannst du hier mit dazufügen. Und wenn du nicht in einem bestimmten Zeitraum einkaufen gehen möchtest, so wie ich das jetzt gemacht hast, kannst du es auch auf eine andere Art machen. Dann gehen wir nochmal zurück in den Ernährungsplan und du rufst jetzt ein Rezept auf, zum Beispiel winterliches Ofengemüse. Wenn du nur für dieses eine Rezept einkaufen möchtest oder ein paar Rezepte und eben nicht einen ganzen Zeitraum möchtest, kannst du auf diesen Einkaufskorb klicken und ein Rezept nochmal zusätzlich zu deiner Einkaufsliste hinzufügen. So easy ist es und die kannst du jederzeit archivieren, leeren oder neu bearbeiten und dann ganz unkompliziert im Supermarkt einfach abhaken.